Einen wunderschönen guten Morgen von der Insel Rügen. Heute ist der 16. Februar 2024 und ich bin ein bisschen später dran. Bin heute ein bisschen später dran, habe ein bisschen länger geschlafen. Die Mama ist auch gerade unten am Tun und Machen. Ich glaube, die ist zusammen mit ihrem Mann aufgestanden. Der ist ja heute nochmal arbeiten gegangen und weiß nicht, ob sie sich nochmal hingelegt hat. Aber ja, sie ist auf jeden Fall schon am Wuseln unten und ich werde gleich mal zum Rewe wuseln und ein paar Brötchen holen fürs Frühstück und vielleicht noch den ein oder anderen Inselfrische von der Molkerei Quark mir organisieren und die mit nach Berlin nehmen. Heute geht's zurück, um 12.40 Uhr oder so fährt mein Zug und ja, freue ich mich schon ein wenig wieder nach Berlin zu düsen und dort wieder meinen Spielecomputer zu haben. Ach Mensch. Nee, aber war schön hier zu sein. Wir hatten gestern einen angenehmen Tag. Wetter war nicht so toll. Das wird erst heute so toll. Irgendwie heute 13 Grad und Sonne. In Berlin 15 Grad. Ich glaube in Freiburg 18 Grad. Was ist denn da los? Egal. Aber wir waren gestern trotzdem gut unterwegs. Wir waren gestern bei Karls Erdbeerhof. Wir waren gestern in so einem Bücherhaus. Naja, eigentlich ist das da in der Nähe von Prora oder in Prora sogar ein Bereich, den kenne ich noch als provisorische Plastikzeltkonstruktion, wo halt dann Bücher verkauft wurden. Das ist jetzt Teil eines Gebäudes, da haben die ein Gebäude hingebaut und in den Großteil des Gebäudes haben sie die Sandskulpturenausstellung drin. Die war sonst immer saisonal. Ich weiß nicht, wie lange das Haus da schon steht, aber die wird jetzt sozusagen das ganze Jahr über dort betrieben. Und da waren wir gestern. Da sind wir ein bisschen am Strand spaziert, haben uns ein bisschen die Beine vertreten, sind wieder zum Auto, sind dann bei der Inselmolkerei Rügen, nee, Inselfrische heißen die, glaube ich, haben da noch Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen und sind dann irgendwann wieder nach Hause gegurkt und um 5:30, 6:00 sind wir dann weiter zum Abendessen. Nur am Fressen gewesen gestern wieder. Naja, nicht wirklich, aber schon doch. Ja, und irgendwann abends waren wir wieder zu Hause um 9, 8:30. Haben dann ein bisschen auf der Couch gelummelt. Ein bisschen Whisky getrunken. Ja. Und dann war es irgendwann Bettgehzeit. Und heute um 8.30 Uhr bin ich dann so langsam zu mir gekommen. Ja. Urlaub ist schön. Muss ich nicht mit Arbeit zu beschäftigen, wobei ab und zu gucke ich ja schon in den Chat. Und ansonsten geht's nächste Woche dann wieder ganz normal los. Die Woche war etwas kürzer mit 2 Arbeitstagen, aber war ganz angenehm. Mal gucken, wie voll der Zug heute ist. Wie gesagt, nach 10:30 fahre ich wieder nach Berlin. Und dann bin ich irgendwann so 16 Uhr am Hauptbahnhof und dann laufe ich wieder nach Hause. Wenn ich vom Hauptbahnhof bis nach Hause zu Fuß und dann habe ich auch meine Bewegung heute oder für heute dann auch eigentlich fast drin. Ja. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start ins nahende Wochenende und wir hören uns dann morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog aus Berlin mit gewohntem Hintergrund. Und vielleicht nicht ganz so wilden Haar. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, habt noch einen schönen Freitag. Kommt heute gut ins Wochenende. Und drückt mir die Daumen, dass der Zug pünktlich fährt und auch in einem Stück in Berlin ankommt. Gut, also dann bis demnächst mal wieder, ne? Tschüss.